Hi und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Prince of Persia Warrior Within. So, und wir müssen den Lauf der Dinge natürlich wieder verändern. Und wir sehen jetzt besonders hübsch aus. Besonders hübsch. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also wir müssen hier lang, aber wie? Nur wie? Wie komme ich da rüber? Das ist doch viel zu weit. Hier oben hält er sich nicht fest. Aber wir sind, denke ich, richtig. Also darunter will ich nicht. Tja, schafft er das mit dem Wallrun? Das schafft er doch nicht, oder? Das heißt, Wallrun. Und jetzt abducken. Zack. Yes. Und wie er das schafft. So. Oh, ich dachte schon. Okay, das wird eh gleich losgehen. Oh! Nee. Da muss ich die Zeit anhalten. Komm, hoch. Oh Gott. Gottes Willen. Mein Herz. Ja, ne, wir warten jetzt und rüber. Zack. Jetzt können wir die Zeit wieder ändern. Ey, das ist aber auch ein Zufall, dass das dann immer gerade da ist, ne, diese Teile hier. Also ich wüsste überhaupt nicht, in welche Zeit ich jetzt reisen müsste, was mein Plan ist. Ich habe schon längst den Überblick komplett verloren. Der Prinz hat ihn aber immer noch. Ich habe echt keine Ahnung, was wir hier überhaupt machen. Wir müssen die Alte nochmal besiegen, aber in der Vergangenheit. Nee, in der Vergangenheit haben wir sie ja schon besiegt. Wir müssen sie in der Gegenwart besiegen. Glaube ich, so war das. Ihr erhaltet den Wirbelsturm des Schicksals. Mit dieser Macht könnt ihr die stärksten Bodenattacke ausführen und damit mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Nutzt diese Macht. Wenn der Prinz von den Gegnern umringt ist, drücke Ziel, halte, ich habe eh keine Ahnung. Ja, vielleicht sollte ich mir die ganzen Kombos mal merken, dann werden die Kämpfe auch nicht so mega sackschwer. Aber bisher habe ich dem Dahaka erlaubt, mich zu manipulieren, mir Furcht einzuflößen. Meine Angst vor dem Tod war groß. Doch fortan erfüllt mich diese Kreatur mit Wut. Ich werde Kailina in der Gegenwart töten und ich werde frei sein. Ja, frei. Das Problem ist in der Gegenwart. Wir sind ja jetzt wieder in der Vergangenheit. Das ist doch... Ja, wow. Das ist richtig. Das ist eher wow, was du hier machst. Fuck. Das war scheiße. Kann ich über das drüber springen? Ah, was machst du denn? Du musst schon springen. Oh, das war knapp. Das war gar nicht so geplant. Okay, hat funktioniert. Bin ich denn jetzt richtig? Ach Mann, ey, lass mich doch mal ganz kurz überlegen. Ah, eine Hektik hier am frühen Morgen. So. Wie? Ich habe keine Ahnung. Auch einfach Wallrun, oder? Nee. Ich weiß es nicht. So. Ja, drunter durch. Geht nicht mehr. Okay. Tja, keine Ahnung. Warum es jetzt nicht ging? Vorhin ging's. Ein Rätsel. Ein Mysterium. Warum ging das jetzt nicht? Ist mir schon ein bisschen sehr viel Try and Error. Wahrscheinlich kann man es auch schneller irgendwie packen, aber ich nicht. Ich definitiv nicht. Oh, das war knapp. Ich frage mich auch, warum ich schon wieder Energie verliere. Och, Mann. Ja, na wenn du jetzt... Warum fällt er denn runter? Was soll denn das?
Ja, jetzt bist du halt in so einer Endlosschleife drinne. So, nochmal komplett zurück. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen ungeduldig. Ich weiß. Aber mich nervt das eben, dass ich nicht drunter rutschen rollen konnte. Hier, warum geht das nicht? Auf dem Hinweg ging es ja auch. Das muss ja irgendwie so sein, ne? Ja, das finde ich einfach, ganz ehrlich, ist halt scheiße. Warum geht das jetzt nicht? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass das jetzt nicht geht. Oder? Es ist. Ah, ich habe aber eine Idee, wie es. So. Aber trotzdem, also warum kann ich nicht runter durchrollen? Auf dem Hinweg musste ich es machen, jetzt geht's nicht. Finde ich nicht gut. Ich meine, klar, die wollen wir hier nochmal einen anderen Weg zeigen. Ist schön. Ist auch verständlich, aber ist halt irgendwie gerade. Ja, toll. Ach, das ist mir jetzt echt irgendwie zu komplex. Ich muss mich echt konzentrieren, ey. Das ist echt nicht ohne. So, das ging ja nochmal gut. Das ist lahmarschig. Es ist ziemlich neblig hier. So. Und wir dürfen wieder ein Schlückchen trinken. Na, lass mich raten. Oh. Piep. Lass mich raten. Jetzt kommen wir nochmal auf diese Plattform. Und ich erwarte noch jemanden. Jemand Großes. Jemand Böses. Oh Gott, ey, ich werde sie auf den Sack kriegen. What? El Bosso. Hi. Alles klar. Okay, Konzentration. Komm, Prinz, treffen. Macht's, was tut es? Auf jeden Fall kann man es ein bisschen besser lesen als den Golem. Finde ich. Weil er wird wahrscheinlich irgendwas anderes gleich machen. Er trifft mich ja trotzdem. Trotzdem ich darunter durchrolle. Ah, jetzt nicht. Ey, die verlieren so wenig Energie. Alte Dark Souls-Taktik hier. Die trifft mich halt wieder so ein bisschen, ne? Ach. Ich möchte halt auch mal eine Combo machen. Ich krieg's nicht hin. Er macht immer irgendwie so einen Schwachsinn. Diesen Kick da, der absolut nichts bringt. Und ich verliere halt irgendwie doch zu viel Energie. Wow, das hat echt viel abgezogen. Ja, hier gibt es auch nicht irgendwie nochmal was. Seht ihr das? Ich verliere irgendwie, verliere ich Energie. Und ich weiß, ich verstehe nicht so ganz warum. Ich verstehe es nicht. Okay, Combo für einen Arsch. Bringt gar nichts. Er macht immer wieder. Alter. Komm. Geil. Der fetzt aber. Hört er damit auch wieder auf, oder? Hat schon ein bisschen was von Dark Souls hier. Gefällt mir. Ich habe so viel Sand, benutze ich jetzt auch.
fuck. Was macht er? Ach komm, ich habe gerollt. Ey, ich drücke echt Rollen, er macht es irgendwie gerade nicht. Und jetzt sind wir die Ausreden, sprechen zu lassen. Das Geile ist, der Schwanz tut mir auch nicht ganz so doll weh wie seine Pranke. Ja, dann geh doch mal wieder ein Stückchen hin, ey. Mal dieses Rumgefuchteln in der Luft. Hör doch auf mit dem Mist. Warum mal. Ah, wir haben unendlich Sand. Seht ihr das? Wir haben unendlich Sand. Weil wir das Sandmonster sind, oder was? Nee, doch nicht. Mich geirrt. Mann, ey, ich glotze jetzt auch gerade da oben links hin. Ich könnte mir selbst so einen Arsch treten. Komm, gib mir. Komm. Come on, baby. Zack. Noch einmal. Einmal runterkommen, dann schnetzel ich dich platt. Komm runter. Fuck. Ah, jetzt hampelt da so viel rum. What? Was sollte ich denn da jetzt bitte machen? Das ist ja fies. Kann ich nichts machen? Ja, ganz ehrlich. Das, sowas ist scheiße, solche Attacken. Sorry, aber da muss er ja nur sowas machen, wie ich finde. Warum macht er überhaupt was anderes? Und warum verliert er gerade wieder nichts mehr? Ach, der Prinz, er haut halt immer noch mal ins Leere. Scheiße, jetzt schaffe ich ihn doch nicht. Sorry, weiß ich nicht, was ich machen soll. So. Ah, sehr geil. Ich wollte, dass er sich festhält. Nee. Ich dachte, da trifft mich die Welle nicht. Aber es ist blödsinnig. Sie trifft mich trotzdem. Ah, jetzt lass mich doch mal irgendwo raus, wo ich nicht gleich sterbe. Okay, also es wird wahrscheinlich mal wieder nichts. Ja. Das war's gewesen. Und guckt mal wie... Ach, guck mal, er regeneriert sich auch, das Scheißdrecksbiest. Man muss wirklich drauf dreschen ohne Ende. Fuck, ey, wir hätten beinahe gehabt. Sowas ist ärgerlich. Das war jetzt wirklich... Das war wirklich... Guck, warum verlieren wir ständig Energie da oben? Da trinke ich auf jeden Fall noch einen hier. Und dann gleich runterspringen mit voller Energie. Jetzt ist auch nicht mehr rot oben. Ich verstehe es nicht. Bla 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 bla. So, komm her, mein Junge. So, Konzentration. Ich glaube, man kann ihn unterbrechen. Wenn er diesen Sandpups machen will. Ich glaube, das macht er hier immer. Und wenn ich auf ihn drauf dresche, unterbreche ich ihn damit. Kann auch sein, dass es totaler Käse ist. Und der macht das erst noch. Ich muss auf jeden Fall dranbleiben. Das ist die beste Taktik. Hier, jetzt drauf. Aber warum trifft er mich immer noch? Ich verstehe es nicht. Irgendwas trifft mich die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, er hat mich noch nicht einmal getroffen. Hat...
Keine Ahnung. Ja gut, das war getroffen, obwohl ich gerollt bin. Aber war halt falsches Timing. Komm her! Ey, ich verliere so viel Energie und ich weiß nicht wieso. Das finde ich ein bisschen fies. Ich würde gerne wissen, warum ich so viel Energie verliere. Ich bin wirklich gleich tot. Und ich verstehe... Hier, ich verliere dauernd Energie. Immer wieder Energieverlust. Ohne dass irgendwas passiert. Weil hier Wasser ist oder was. Und ich das Sandvieh bin. Aber wie kann ich das umgehen? Ja, toll. Nein. Jetzt geh doch mal wieder hin, Mr. Sandmann. Ich schaff's nicht. Meine Energie ist weg, bevor ich es besiegen kann. Ich sehe echt gerade so ein bisschen rot für den guten Prinzenboy. Ja. Da bin ich abgeprallt. Sonst hätte ich ihn einer verpassen können. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wir müssen auf ihn drauf dreschen. Das ist das A und O. Er darf nicht diesen komischen Wirbelwind machen, weil das zieht mir einfach mal ein Achtel oder ein Viertel ab, ohne dass ich da was gegen machen kann. Komm runter. Jetzt lass mich doch mal rechts neben dich. Oder links. Mir egal. Du hast die freie Wahl. Aber wir kriegen echt gut Sand, ne? Irgendwie. Ach. Hä? Warum? Was mache ich? Das war gut. Ja, diese Attacke, lass es doch. Das ist doch scheiße. Jetzt springt er hier so wild rum. Was macht der denn hier? Hör doch mal auf mit dem Mist. Oh, jetzt bin ich raus. Ich bin raus. Das ist scheiße. Jetzt trifft er mich trotzdem. Ich war eindeutig mit dem Kopf drunter. Das ist scheiße. Mann, jetzt dreh dich doch nicht. Ich muss ihn doch irgendwie treffen können. Ja, ich verstehe es echt nicht. Ja, jetzt hör auf zu schlagen, du Prinzenrolle. Du Glücksritter der Verdammnis. Ey, ich bin raus. Das gibt es nicht. Jetzt macht er halt nur noch dasselbe, ne, der blöde Arsch hier. Ja, er leckt mich doch am Arsch. Jetzt macht er nur noch dasselbe. Und vor allem, er verliert überhaupt keine Energie mehr. Och, jetzt bleib doch mal hier. Leck mich am Arsch. Das ist scheiße sowas. Das ist echt scheiße. Kann ich nichts machen. Kann ich hier weggehen, soweit ich will. Macht seine Imba-Attacke. Sorry, Leute. Da gucke ich jetzt aber auch nach. Ich muss nachgucken, wie ich den besiegen kann, weil... Ich meine, ich dresch drauf, er regeneriert sich, er hat seine Imba-Attacke. Ich verliere konsequent Energie, obwohl er mich nicht trifft.
Das Spiel bringt mich echt langsam zur Weißglut. Es ist wirklich unfair. Es ist, ich sag's jetzt, es ist absolut unfair. Die Kamera ist bei vielen Situationen unfair scheiße. Und die Steuerung hier, ich verliere jetzt schon wieder Energie. Und ich verstehe nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso? Sorry Leute, ich weiß es nicht. Ich speichere hier nochmal ab, nochmal ein bisschen. Einen Sandbuddel habe ich schon mal verloren hier durch meine Aktion. Und keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, ne? Haut rein.